Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Der letzte Part war unglaublich lang geworden, wir hatten eine Menge Cutscene-Gedöns und sind jetzt hier mit Tifa unterwegs und ja, wir sind echt halt nur zu zweit, ne? Wir haben sonst nichts und niemanden bei uns. Barrett, was sollen wir tun? Müssen wir aufgeben? Weiß nicht. Ich dachte, Cloud würde auftauchen und euch alle retten. Ach, wir sind jetzt doch Geiseln. Auch Professor Hojo wollte Cloud sehen. Was wirst du mit Cloud machen? Sephiroths anderes Ich. Der Meteor wurde herbeordert. Im Grunde ist alles schon gelaufen. Wir brauchen euch jetzt nicht mehr. Nein, vielleicht gibt es doch noch eine wichtige Aufgabe für euch. Präsident, die Vorbereitungen für die öffentliche Hinrichtung sind abgeschlossen. Hinrichtung? Hinrichtung? Ja, eben. Was hast du davon, wenn du uns tötest? Ihr werdet als Verantwortliche dieses Chaos hingerichtet. Nett! Die Menschen sind dumm. Sie fühlen sich sicherer, wenn jemand bestraft wird. Dann sollten wir euch bestrafen, ey. Wenn ich jemals etwas Gutes über diesen Idioten gesagt habe, nehme ich es jetzt zurück. Also, genießt eure letzten Augenblicke. Ich fessel euch die Hände. Yay. Hilft mir denn keiner? Verdammt! Ich will nicht sterben! Na, wenigstens dürfen wir nochmal speichern. Das ist ja schon mal etwas nach dem ganzen Cutscene-Gedöns auch. Halt! Ich sagte halt! Ey, nicht weitergehen! Lass Tifa in Ruhe! Ey! Scheiße! Kann ich hier überhaupt irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht, ich bin ja eh gefesselt. Scheiße, ey! Wie soll das nur alles enden? Los, geh schneller! Kann ich hier irgendwo lang? Nee. Alles blockiert. Sind alle da? Das sind die Verantwortlichen für diesen Wahnsinn in der Welt. Wer zum Henker sind diese Leute? Euer qualvoller Tod wird landesweit im Fernsehen übertragen. Scarlet, warum eine öffentliche Hinrichtung hier und heute? Durch das Chaos, das die Nachrichten vom Meteor ausgelöst hat, brauchen wir mehr Unterstützung in der Öffentlichkeit. Wir müssen jemanden bestrafen, egal wen. Widerlich. Niemand gibt es zu, aber sie mögen dieses Schauspiel. Wir fangen mit diesem Mädchen an. Wenn ihr es tun müsst, fangt mit mir an. Kamera hierher. Das muss aufs Band. Das Publikum liebt tränenvolle Abschiede. Miststück, ey. Was machst du da?
Das hier ist meine Spezialgaskammer. Nimm dir Zeit und genieße deinen langsamen Tod. Schlampe. Alter. Ah, der Schlüssel. Wie gut, dass ich gespeichert habe. Ich kann mich retten. Nun, die Show kann beginnen. Alarm! Alarm! Weapon ist im Anmarsch. Das gesamte Militärspersonal. Alle auf eure Posten. Oh nein, es ist Weapon. Lauft! Hey, los, alle! Mist, warum gerade jetzt? Wie fühlst du dich jetzt, Scarlett? Ha! Du bist nicht abgehauen? Ich bin beeindruckt, wie ich mich fühle. Im Moment. Ah. Huch, Schlafgas? Aha! Idiot! Yay! Macht ja kaum Schaden. Sieht mächtig aus, zieht aber so gut wie nichts ab. Macht schon einen deutlichen Unterschied, was wir an Schaden machen. Aber ich habe ihm ja auch überhaupt nichts Neues gegeben bisher. Oje, 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 oje. Ach, Bird schläft auch noch. Och, nö. Shit. Oh, wir machen... Okay, die halten nichts aus. Das ist das Gute daran. Matsch. Los doch, Barrett-Mann, wach auf. Habe ich nichts gegen Schlaf? Gegenmittel neutralisiert Gift. Ich bin auch eingeschlafen. Geil. Ich wollte doch nur helfen, Mann. Ja, dann warten wir mal, ne? Wir können ja eh nichts tun. Ach du Scheißkerl, ey. Dann hau ich halt drauf, wenn ich Barrett nicht aufwecken darf, Mann. Hör auf mit dem Scheiß, Mann. Schlaf ist echt die beschissenste Sache überhaupt. Jetzt auch noch eine Granate. Ja, klar. Hör auf, uns mit Schlafgas hier zu nerven! Und sei betäubt! Matsch! Schnapp! Oder so. Yay, 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 yay! Um zu helfen. Warum gerade du? Gehörst du nicht zu Shinra? Warum? Nun, ich bin gegen die Todesstrafe. Und außerdem, ich hasse dieses Weib. Aber nun komm, wir müssen tiefer helfen. Ich beobachte den Eingang. Okay. Ihr Narren, ich habe bereits den Schalter gedrückt. Scheiße. Tiefer, 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 tiefer. Kann ich hier nicht dann noch rein irgendwie? Nee. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Wo ist denn der richtige Schalter, um es wieder auszumachen? Was soll ich tun? Kate, hilf mir! Ich beobachte den Eingang. Ja, schön! Wo ist der Schalter jetzt, um tiefer zu retten? Erzähl mir mehr. Ah. Ich muss doch hier lang. Ah, jetzt geht's auf einmal. Und jetzt?
Sie geht nicht auf! Oh je. Es ist Whippen! So viele Überfälle in letzter Zeit. Können wir was gegen machen? Ich denke schon. Ihre Befehle? Kein Grund zu fragen. Wir versuchen es mit unserer großen Kanone. Los! Kanone laden! Kanonenstellung! Ziel! Weapon! Aye, aye, Sir. Erledigt! Die Kanone! Feuer! Haben wir getroffen? Sah für mich jetzt nicht so aus, aber naja. Scheint so. Weapon kommt näher! Es kommt genau auf uns zu! Geschwindigkeit 50 Knoten! Das ist unmöglich! Wir haben es voll erwischt! Was ist mit der Kanone? Wir müssen nachladen! Dann nehmt so lange andere Waffen! Jawohl, Sir! Alle Artilleriegeschütze laden! Ziel, Weapon! Lasst es nicht landen! Geschwindigkeit 70 Knoten, die Weapon kommt! Das ist übel. Halt die Luft an, solange du kannst! Spinnst du? Ich kann sie nicht ewig anhalten! Mist! Scheiße, was soll ich denn nun tun? Was soll ich nur tun? Die Gaskammer wird vermutlich von einem anderen Raum aus verriegelt. Wir brauchen einen anderen Plan. Lass uns erstmal von hier verschwinden. Ja, super. Tiefer! Ich werde dir helfen, versprochen! Eieieiei. Aber keine. Und hier normal. Nehme ich erstmal das wirklich.
Wozu habe ich es uns gekauft? Nehmen wir einfach alles, komm. Oh nein, auch hier ist zu. Dumme Köpfe, nun ist die Kleine nicht mehr zu retten. Verdammt! Okay, nun zu Plan B. Lass uns zum Flughafen rennen. Warum zum Flughafen? Und Schiefer zurücklassen? Vertrau mir, wir haben eine Chance. Auch das noch. Wir haben keine Zeit. Quatsch. Na super. Hat nicht geklappt. Schalter weg. Au, 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 au. Stirb! Ui, 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 ui. Ui, schön. Deswegen wird Kate Sith übrigens sehr gerne genommen, weil der sehr stark mit seiner Würfelattacke sein kann. Ist natürlich mit Glück verbunden, aber er kann auch einen sehr starken Gegner quasi one-shotten. Na gut. Die Post geht mal wieder voll ab, aber da wir die Möglichkeit haben, wenigstens zu pausieren, zu beenden, wie auch immer, machen wir das auch mal eben. Und es geht spannend hier dann im nächsten Part weiter. Seid also gespannt, wie es weitergeht. Und bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ciao!